Ganz am Anfang hat er gesagt, ach Schatz, lass uns doch nur Trennung auf Zeit machen, zieh doch erst mal aus und dann sehen wir doch weiter, was passiert. Da hat er ja am Anfang noch alles abgestritten. Eine Trennung auf Zeit. Und dann habe ich noch gesagt, nee, eine Trennung auf Zeit ist immer endgültig. Was willst du denn mir vorspielen? Und dann kam das so Stück für Stück. Und dann irgendwann, wir haben uns auch getroffen, wir sind dann zum Italiener essen gegangen und haben uns dann wieder getroffen. Dann wollte er noch eine Freundschaft. Dann wollte er noch Freundschaft plus. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, dir hackt so, was mache ich nicht? Entweder ganz oder gar nicht. Und dann ging das so Stück für Stück. Dann war ich ja auch zu Besuch auf der Finca, auch wegen den Hunden. Ich habe die dann auch besucht. Und dann haben wir immer wieder versucht, wird's wieder was bis zu dem Tag, als diese SMS. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Er ist runter, hat Kaffee gemacht und sein Handy lag oben. Und da, in dem Moment kam diese SMS von Yvonne Wölke und ich sehe den Verlauf, wo er schreibt, ich möchte deinen Körper wieder spüren und ich liebe dich. Und ich heb ihm diese WhatsApp hin und sage, wer ist es? Weil das war nur abgespeichert unter CTV oder so, so drei Buchstaben waren das nur. Und er sagt er, nee, das ist niemand. Sag ich, ja, du schreibst so nicht niemand, ich liebe dich. Und dann bin ich weggefahren. Und dann hat er angerufen, sagt er, nein, komm zurück, ich erzähle dir alles und ich gestehe dir alles, aber bitte mach das nicht öffentlich. Habe ich natürlich aber trotzdem gemacht, schon im Auto habe ich das gemacht. Und dann kam ich zurück und dann hat er mir alles gestanden, dass er sich in sie verliebt hat. Und aber die wollen langsam machen. Und ich bin natürlich ausgeflippt. Ich sage, ja, warum erzählst du mir so eine Scheiße von wegen Trennung auf Zeit und es wird alles wieder. Und hier schreibst du ihr, du liebst sie, 10 Minuten bevor ich gekommen bin. Ja, er weiß auch nicht, was mit ihm los ist und seine Gefühle. Und ja, und dann sage ich, ja, wie geht's jetzt weiter? Kommt sie jetzt hierher auf die Finger? Und er sagt, er weiß es noch nicht, wie es weitergeht, aber er kauft ein neues Bett und er sucht sich eine neue Finca. Auf diese Finca will sie nicht. Ja, so war das. Und Verantwortung. wie hast du dann reagiert? Also hast du dann gesagt, jetzt ist Schluss, Ende, aus, verschwinde, hau ab? Oder wie ist es dann weitergegangen? Na, ich habe seine Gitarren erstmal kaputt gemacht. Bin dann ausgeflippt. Ich habe auch den Fernseher verkratzt mit dem Messer. Ich bin richtig ausgeflippt. Ich sage, wie kannst du mir sowas antun? So eine Scheiße. Und dann sagt er immer, ja, ich wollte dich nicht verletzen. Das hast du nicht verdient. Und dann sage ich, ja, du machst öffentlich ein Heulvideo. Ich bin die einzige Frau und du liebst mich. War das auch schon alles gelogen? Und das sagt er zu mir. Er hat ein schlechtes Gewissen gehabt. Deswegen hätte er geheult.